Die Schüler müssen lernen, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Das ist nicht der Lehrer ist verantwortlich für den Lernzuwachs der Schüler, sondern der Schüler ist für seinen persönlichen Lernzuwachs selbst verantwortlich. Die Schüler kommen zu uns und lehnen das System erstmal ab, weil die Schüler werden in ein viel höheres Maß der Verbindlichkeit eingebunden, als das bisher der Fall war. Also dieser Frontalunterricht, den die meistens gewöhnt sind, entfällt durch solche Strukturen. Der Lehrer macht einen kurzen Input in der Größenordnung von 45 Minuten bis einer Stunde. Danach definieren die Schüler ihre Ziele und formulieren mit dem Lehrer einen Lernauftrag, den sie in dieser Woche erfüllen wollen. Und an diesem Lernauftrag werden sie gemessen. Und diesen die Ziele, die der Schüler definiert, haben wir orientiert an den Plumschen Taxonomiestufen. Das heißt, der Schüler hat bestimmte Tools zur Hilfe, wo er gucken kann, wie kann ich die Lernaufgaben so formulieren, dass sie zu mir passen. Dann findet ein Gespräch zwischen Schüler und Lehrer statt, ob er dem auch gerecht werden kann. Und der Lehrer assistiert oder unterstützt ihn dabei, dieser Situation gerecht zu werden. Und formuliert mit ihm unter Umständen auch das ein oder andere Ziel, was er erreichen möchte, nochmal um. Ja, und am Wochenende, wenn Sie mit mir einen Lernvertrag schließen, gucke ich nach, was Sie daraus gemacht haben. Das Spiel ist eigentlich verhältnismäßig einfach. Wie kann man Unterricht stärker individualisieren? Wie kann man diesen unterschiedlichen Schülern und deren heterogenen Voraussetzungen viel stärker entgegenkommen? Und wie kann man Medien dafür nutzen, dass ein für sie effektiver Unterricht entsteht? Das war der Ausgangspunkt. Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben im Lehrerteam besprochen, wie wir da vorgehen würden und wollen, haben Ziele gesetzt und haben diese Ziele ganz konsequent umgesetzt. Also wir hatten zu Beginn des Projektes jede Woche mindestens eine Sitzung, um festzulegen, wie gehen wir vor, was machen wir und wie machen wir Unterricht effektiv. Und danach, da wurde auch zum Beispiel formuliert, wir arbeiten in einer Woche alle am gleichen Thema. Egal, ob das der Englischlehrer ist, der Deutschlehrer oder der Wirtschaftslehrer, wir machen ein Thema, damit der Schüler erkennt, wie die Inhalte auch zusammengehören. Wir arbeiten nicht in sogenannten Streifen, jetzt muss ich Englisch lernen für Englisch und Deutsch für Deutsch etc., sondern wir wollen diese Komplexität der Gesamtheit erfassen. Und dafür brauchen wir die Medien, um das vernünftig nutzen zu können. Die Lehrer bedienen sogenannte Moodle-Systeme, wo die Schüler Lernaufgaben finden und sich diese Lernaufgaben dort abholen können. Und je nachdem, welches Vorwissen die mitbringen, ziehen die auch verschiedene Lernaufgaben. Also ein Schüler, der von der Hauptschule kommt, nimmt eine andere Lernaufgabe wie ein Abiturient zum Beispiel. Und die Schüler produzieren dann sogenannte Lernprodukte. Diese Lernprodukte sind die Ergebnisse des Lernprozesses und die müssen am Ende der Woche auf ein Portfoliosystem hochgeladen werden und dafür nutzen wir Mahara. Mahara ist das System, wo die Schüler sozusagen die Administratoren sind und auch entscheiden, was dort von ihnen preisgegeben wird. Der Vorteil liegt darin, dass zum Beispiel ein Schüler, der sich wo bewirbt, der kann sagen, ich schalte diesen potenziellen Interessenten an meinen Produkten diesen Link frei und derjenige, der das, wo er sich beworben hat, kann sofort gucken, was er gemacht hat. Die Schüler können alles nutzen, was wir zulassen. Es ist fast nichts gesperrt bei uns, also außer so Kinderpornografie. Pornografische Seiten etc. Das haben wir gesperrt. Wir haben also im Hintergrund eine Firewall laufen, die das eben blockt. Und rechtsradikale Seiten und sowas. Aber ansonsten ist alles offen, können alles benutzen. Weil wir sagen, wir können mündige Bürger nur dann zu einer vernünftigen Medienerziehung bringen, wenn wir sie die Medien auch vernünftig nutzen lassen. Wenn Sie mich fragen, würde ich Stundenpläne in der Schule abschaffen. Schulen sind offen von morgens 7:30 bis abends 9:00. Und die Schüler werden in ihren Lernprozessen von den Lehrern so begleitet, dass es für sie effektiv wird. Und immer projektbezogen, projektorientiert. Natürlich muss man aufpassen, dass man so bestimmte fachspezifische, didaktische Prozesse nicht dabei vergisst. Da muss man eben die Konzepte finden. Das müssen aber die Kollegien für sich festlegen. Leider war es so, dass in unserem Fall da nichts vorlag. Das heißt, wir mussten alles selber entdecken und entwickeln. Das haben wir geschafft. Wir haben beispielsweise im Informatikbereich, glaube ich, die 350 Lernaufgaben kreiert, aus denen die Schüler wählen können und sich das raussuchen, was zu ihnen passt.